So, und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf dem Kanal. Hightech hat mir in den letzten Tagen Maustastatur, Headset zugeschickt. Ich habe das Ganze jetzt 2 Wochen getestet und heute kommt die Review für die Tastatur. Und ich würde sagen, los geht's. Erstmal für den Anfang. Es handelt sich hier um eine Gaming-Tastatur und zwar um die Terminatec eSports Challenger Prime. Das ist eine beleuchtete Gaming-Tastatur für den Einsteigerbereich. Die kostet ca. 40 Euro. Preis von Hightech gesehen, habe ich jetzt gerade offen. Und was kriegt ihr dafür? Ihr kriegt eine Rubberdome-Tastatur mit an der Seite 6 Makro-Tasten. Ihr könnt 3 Makro-Profile belegen. Wobei ich bis jetzt noch nicht weiß, wie das Ganze zu belegen ist. Das habe ich jetzt in 2 Wochen immer noch nicht rausfinden können. Aber ich hatte auch relativ viel Stress. So, Tippgefühl ist für den Anfang echt komisch. Hier vom Sound her. Es geht. Ich bin halt eine mechanische Gaming-Tastatur im Wert von fast 200 Euro gewöhnt. Und es ist einfach mal was komplett anderes, jetzt vom High-End in Einsteigerbereich zu gehen. Aber ich habe mich richtig dran gewöhnt an die Tastatur. Ich kann richtig schnell damit tippen. Und nach 2, 3 Tagen ist das komische Tippgefühl auch einfach verflogen. Ich tippe richtig gerne mit der Tastatur. Und man kann auch richtig gut damit tippen. Längere Programmiersessions, Gaming-Sessions, alles kein Problem. Ihr habt die Beleuchtungsfarben sind blau, wie ihr hier seht, violett und rot. Alles relativ schön ausgeleuchtet, im Gegensatz bei manch anderen Tastaturen. Hier oben die Tasten sind nicht beleuchtet. Beleuchtet ist halt, sind halt Tasten. Hier unten das Terminatec-Logo. Das ist, was ist das? Ein Löwe? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schon schön aus. Wo wir jetzt gerade sowieso hier unten sind, die Handballenauflage besteht so wie die ganze Tastatur aus Plastik. Fühlt sich aber wertig an und nicht irgendwie billig. Das Kabel ist 1,50 Meter lang circa und gesleeved. Das gesleeved hat den Vorteil, dass ihr wenig, also das beugt Kabelrüche und sowas vor. Da könnt ihr auch ruhig jetzt mal hier ein bisschen dran biegen, da passiert nicht viel dran. Ihr habt hier oben einen Regler, womit ihr die Beleuchtung heller, dunkler stellen könnt, beziehungsweise ausstellen könnt. Des Weiteren könnt ihr die Tastaturbeleuchtung auch noch per FN und Tastenbelegung von Rollen benutzen und dann geht's auch aus. Wobei ich halt die ganze Zeit die anhab und in blau. Sieht einfach am besten aus und passt auch zur Maus. Und ja. Was kann man dazu noch sagen? Ihr könnt hier Breathing-Effekte reinmachen. Das heißt, die wird heller, dunkler, finde ich jetzt nicht ganz so. Ist halt nicht so meins. Ich habe halt lieber meinen Regenbogen-Effekt. Dann könnt ihr damit auch wieder ausstellen. Das ist kein Problem. Ihr habt hier auf den Pfeiltasten noch WASD draufgeschrieben. Ist halt fürs Bewegen. Benutze ich aber nicht. Jeder Mensch weiß einfach, was das für Tasten wären, wenn man die hier nutzt. Keine Ahnung, warum die das draufschreiben. Mir letztendlich auch egal. Ihr könnt hier per Gaming-Modus, den ihr per FN und Druck SABF anschaltet, die Windows-Taste deaktivieren bzw. aktivieren. Hier zum Beispiel funktioniert sie gerade nicht. Ist vor allem in Gaming-Sessions echt nicht schlecht, wenn man dann halt so Sachen wie Alt-Tab und so deaktiviert hat. Wobei Alt-Tab jetzt gerade bei mir aktiviert war, natürlich mitten in der Aufnahme auch gut. Und ja, Windows-Taste funktioniert halt nicht. Ihr könnt hier oben die Profile umstellen. Ich weiß nicht, was man da genau einstellen kann. Geht wahrscheinlich um die Makro-Tasten. Aber ich weiß halt nicht, wie man die belegt. Deswegen lassen wir das außen vor. Ihr könnt hier oben drüber Sound lauter leiser stellen. Beziehungsweise ausschalten. Alles kein Problem. Lieder vor und zurück. Play, Pause. Dieser Home-Button ist, öffnet halt bei mir jetzt gerade den Firefox der Standard-Startseite. Man jetzt aber wieder schnell schließen kann. Mail-Symbol öffnet Windows Mail, beziehungsweise ein Standard-Mail-Programm, was ihr eingestellt habt. Dann habt ihr hier den Computer, das öffnet einfach den Arbeitsplatz. Ich hatte jetzt auf dem natürlich geöffnet. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ihr habt hier Taschenrechnerfunktion. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was RPS ist. Habe ich nicht rausgefunden, was das macht.
Ihr habt hier nochmal vorwärts, rückwärts. Hier Seite vor, Seite zurück. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptfunktionen der Tastatur. Es ist eine Einsteiger-Tastatur, die aber wirklich echt nicht schlecht verarbeitet ist. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.